Stefan Sarter wurde am 20. Dezember 1833 als Sohn der Eheleute Caroline und Johann Gottfried Sarter in Bonn geboren. Seine Eltern besaßen in der Bonner Rheingasse die Gastwirtschaft zum Helm. Nach einem Streit mit einem zahlungsunwilligen Studenten wurde das Gasthaus zerstört und die Familie musste einen Neuanfang in Köln schaffen. 1849, mit 16 Jahren, absolvierte Stefan Sarter eine Lehre im Kölner Bankhaus Leopold Seligmann. 1856 wechselte Sarter zum Bankhaus Saal Oppenheim, von wo aus er in die Finanzmetropole Paris weiterempfohlen wurde. Er reiste im Auftrag seiner Arbeitgeber nach London, Madrid und Konstantinopel. 1862 kehrte er nach Paris zurück, machte sich als Finanzpublizist selbstständig und spekulierte auf eigene Rechnung an der Börse. Er brachte eine Börsenzeitung heraus und warb in Broschüren für den Kauf von Aktien großer Finanzprojekte wie für den Suezkanal und später den Panamakanal. Verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich auf meinem schönen Schloss. Was denken Sie, warum habe ich als Sohn eines Bonner Gastwirts eine solche Pracht erbauen lassen? Nun, zu meiner Zeit war der gesellschaftliche Rang, den es für einen reifen Finanzier wie mich zu erreichen galt, der Adel. Im Jahre 1881 erhob man mich in den Adelstand und von da ab war ich Baron von Sarter. Ein Baron benötigt selbstredend eine repräsentative Behausung. Und so erwarb ich gleich gegenüber meiner alten Heimatstadt Bonn auf dem Bergrücken des Drachenfelses diese Ländereien. »1881 wandte Sarter sich über einen Anwalt an den Herzog Georg II. Von Sachsen-Meiningen, der ihn in den erblichen Freiherrenstand erhob. Sarter spendete für zahlreiche mildtätige Zwecke. So stellte er unter anderem Gelder für den Bau einer Waisenschule nahe Paris oder für ein neues Armenhaus in der Stadt Meiningen zur Verfügung.« Die Düsseldorfer Architekten Bernhard Thüshaus und Leo von Abema lieferten die ersten Pläne für Schloss Drachenburg. Die Grundsteinlegung erfolgte 1882. Mir fehlte aber etwas an ihren Entwürfen und so ließ ich den Bau daher von Wilhelm Hoffmann aus Paris überarbeiten. Dieser hatte für den berühmten Dombaumeister Ernst Friedrich Zwirner in Köln gearbeitet, bevor er nach Paris gewandert ist. Nach einer sehr kurzen Bauzeit von 3 Jahren konnte das Schloss bereits eingerichtet werden. Und selbstverständlich wurde es mit den modernsten Technologien meiner Zeit ausgestattet. Gaslampen, eine zentrale Warmluftheizung und Treppen und Säulen aus standardisierten Gusseisenteilen. Ich selbst hielt mich die meiste Zeit in Paris auf, in meiner Wohnung am Boulevard des Italiens. Sie müssen sich fragen, ein so prächtiges Schloss in der schönsten Lage am Rhein. Ja, und der Herr von Sarter weilt die ganze Zeit in Paris in seiner Etagenwohnung. Nun ja, verstehen Sie, verehrte Zuschauer, mein Umfeld in Paris war mein Lebensmittelpunkt.
Der Boulevard des Italiens war nicht nur meine Wohnstätte, er war ein wichtiger Arbeitsplatz und gesellschaftlicher Treffpunkt. Sie müssen wissen, der offizielle Börsenhandel auf dem Parkett der Pariser Börse, die nur wenige Stunden am Tag andauerte, war eben nur ein Teil des Wertpapier- und Anleihenhandels. Rund um die Pariser Börse herrschte ein reger, halboffizieller Wertpapierhandel. Und in den Abendstunden konzentrierten sich die Aktivitäten eben komplett auf den Boulevard des Italiens. Alles an Orte, die fußläufig zu meiner Wohnung Nummer 9 lagen. Das Maison Dorée, vormals Café Hardy, war eines der beliebtesten Restaurants in Paris. Hier trafen sich die wichtigsten Persönlichkeiten der französischen Gesellschaft. In privaten Kabinetten mit eigenem Hintereingang. Ach übrigens, mein Vermieter war der Herzog von Albufera, unter anderem Vizepräsident der Suezkanalgesellschaft. Sie sehen, ich hatte gute Kontakte in die Pariser Kreise. Ich war allerdings auch viel geschäftlich auf Reisen unterwegs, wie in der amerikanischen Metropole New York. Hier habe ich mit einigen anderen Investoren das Eden-Musée gegründet. Dort wurden Wachsfiguren ausgestellt. Es fanden aber auch Konzerte und Shows statt. Und wir zeigten dort bereits 1896 als eine der ersten und wichtigsten Aufführungsstätten in Amerika Filmmaterial. Und zwar die ein Jahr zuvor in Paris uraufgeführten Filme der französischen Brüder Lumière. Ich hatte auch schwierige Zeiten. 1887 verlor ich einen Großteil meines Vermögens durch Fehlspekulationen, ja? Und das ging einher mit Infamien, vor allem von der deutschen Presse. Sei es drum. 1890 wurde mir dann die französische Staatsbürgerschaft verliehen. Meine Besuche in Deutschland wurden weniger. In mir reifte der Plan, das Schloss zu veräußern, aber es fand sich kein Käufer. Und allen Unkenrufen zum Trotz, ich sei finanziell am Boden, gelang es mir trotzdem, das Schloss zu unterhalten. Am 30. März 1902 verstarb der Junggeselle Stefan von Sarter in Paris. Dort wurde er zunächst bestattet. Sein Neffe Jakob Hubert Biesenbach junior überführte seinen Leichnam aber nach Königswinter und errichtete ihm auf dem städtischen Friedhof ein Grabmal. Ja, ja, ein spannender Mensch des 19. Jahrhunderts, dieser Herr von Sarter. Herzlich willkommen zu unserem Einführungsfilm in die Geschichte von Schloss Drachenburg. Mein Name ist Magnus Heithoff. Bevor Sie auf einem Rundgang das Schlossgebäude kennenlernen, möchte ich Ihnen die wechselvolle Nutzungsgeschichte und die Menschen vorstellen, die nach Stefan von Sarter das Gebäude geprägt haben. Nach Sarters Tod erbten ein Bruder und seine Nichten und Neffen das Schloss und die Ländereien im Siebengebirge. Einer der Neffen ließ bei der Versteigerung über einen Makler das Schloss mit umliegendem Park ankaufen. Dieser Neffe war Jakob Hubert Biesenbach junior, der Sohn von Sarters Schwester Johanna, die in eine Düsseldorfer Bauunternehmerfamilie eingeheiratet hatte. Jakob Hubert Biesenbach wurde 1870 in Düsseldorf geboren. Er studierte Jura in Freiburg und Bonn und promovierte. Bis 1904 lebte er mit seiner Ehefrau in Bonn. Dann zog das Paar mit seinen Kindern auf die Drachenburg. Biesenbach bot den Besichtigungsbesuchern des Schlosses Souvenirs an.
Postkarteneditionen und Lithografiemappen, die Schlossansichten, Innenräume und Wandgemälde zeigten. Im Schlosspark entstanden nordische Sommerhäuser, Blockhäuser, die mit 2 bis 3 Zimmern Sommerfrischland Quartier boten. Die Häuser erhielten Namen aus dem Nibelungenlied und der germanischen Sagenwelt, wie Kriemhilde, Walküre oder Siegfried. 1910 verkaufte der Neffe des Bauherrn das Schloss. Er zog mit seiner Familie nach Wiesbaden, später nach München und ließ sich eine Zeit lang in Wien nieder. Seine politische Einstellung war stark nationalistisch. So schloss er sich früh dem Kreis der Nationalsozialisten um Adolf Hitler in München an und war später Rechtsberater der NSDAP. In seinen späteren Jahren betätigte er sich literarisch. Unter anderem verfasste er einen biografischen Roman über seinen Onkel Stefan von Sarter mit dem Titel »Ein rheinischer Jung«. Jakob Hubert Biesenbach starb 1947. Der neue Besitzer, an den Biesenbach das Schlossensemble verkaufte, war Egbert von Simon. Dieser wurde 1863 in Frankfurt an der Oder in eine Offiziersfamilie hineingeboren. Von Simon folgte der Familientradition und schlug eine militärische Laufbahn ein. Er diente in mehreren Reiterregimentern als Offizier. Egbert von Simon kaufte das Schloss 1910. Er versuchte vergeblich, das Gelände gewinnbringend an den preußischen Staat zu verkaufen, der auch Eigentümer des Drachenfelsplateaus war. Von Simon bewirtschaftete daraufhin das Schloss selbst. Neben dem Bau eines großen Festspieltheaters und einer Luftschiffhalle plante er die Errichtung eines Hotels im Stil der nordischen Sommerhäuser. Diese Großplanungen konnte er aus finanziellen Gründen nicht verwirklichen. Von Simon realisierte eine eingeschränkte Erweiterung des Besucherprogramms. Er eröffnete ein Naturtheater, veranstaltete eine Gartenbauausstellung im Park und organisierte Kunstausstellungen im Schloss. Im Ersten Weltkrieg fiel Egbert von Simon als Bataillonskommandeur in Frankreich. Sein Erbe war überschuldet. Daher wurde ein Nachlassverwalter für Schloss Drachenburg bestimmt. Aber ab 1918 fand sich ein neuer Interessent, der Kölner Kaufmann und Fabrikant Hermann Flohr, der das Schloss zunächst anmietete und 1923 kaufte. Hermann Flohr wurde 1871 in Mülheim an der Ruhr geboren. Nach Geschäftsführertätigkeiten bei Kölner Firmen und einer Selbstständigkeit im Bereich Hypothekenverleihung eröffnete er im Ersten Weltkrieg eine Fabrikation für Militärausrüstungen, in der er unter anderem Munitionstaschen, Gürtel und Feldzelte herstellte. Hermann Flohr stellte dem Vaterländischen Frauenverein von Königswinter ab 1922 einige Blockhäuser im Park von Schloss Drachenburg für ein Frauengenesungsheim zur Verfügung. Vor allem alleinstehende und wirtschaftlich schwache Frauen aus dem gesamten Rheinland konnten Erholungswochen auf der Schlossanlage verbringen. Flohr nutzte das Schloss selbst hauptsächlich als Wochenend- und Feriendomizil, öffnete es zeitweise auch wieder zur Besichtigung. 1929 kaufte er ein Weingut bei Naumburg an der Saale als neuen Feriensitz. Er beschloss, die Drachenburg zu verkaufen. Hermann Flohr schaltete 1930 in einer katholischen Zeitschrift eine Anzeige, in der er nach einem Orden mit erzieherischer Tätigkeit suchte, um das Schloss an diesen zu verkaufen. Auf die Anzeige meldete sich der Orden der christlichen Schulbrüder. Dieser Laienbruderorden war im späten 17. Jahrhundert in Frankreich gegründet worden und ist seit dem 19. Jahrhundert weltweit aktiv. 1931 wurde auf Schloss Drachenburg die St. Michael Internatsschule für Jungen gegründet. Das Schloss wurde der neuen Nutzung angepasst. In den Wohnräumen entstanden Klassenzimmer und die Kunsthalle wurde zur Schulkapelle umgewidmet. Die Internatsschüler wohnten in den Blockhäusern.
Der politische Druck, unter den seit 1933 in Deutschland herrschenden Nationalsozialisten auf die christliche Schule, wurde immer stärker. Schließlich musste die Schule 1938 schließen. Das Gebäude war für den Orden ohne die Schulgelder nicht zu halten und wurde an die Deutsche Arbeitsfront verkauft, den nationalsozialistischen Einheitsverband der Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Dieser stellte Schloss Drachenburg der Adolf-Hitler-Schule des Gaus Aachen-Köln zur Verfügung. Neben den bestehenden staatlichen nationalpolitischen Erziehungsanstalten dienten auch die 1937 gegründeten Adolf-Hitler-Schulen als parteieigene Kaderschulen zur Ausbildung der zukünftigen Führungselite. Vor Einzug der Schüler auf das Gelände fanden umfangreiche Umbaumaßnahmen statt. So wurde die zweiläufige Treppenanlage mit Portikus am Schlosseingang abgerissen und eine große Monumentaltreppe errichtet, die für Aufmärsche und Fahnenappelle dienen sollte. Der Unterricht begann ab Anfang 1943 im Schloss. 1945 wurde Schloss Drachenburg von den Alliierten schwer beschossen. Mit Flakstellungen verteidigten die älteren Schüler die Anlage. Vor allem die rheinseitige Westfassade des Schlosses wurde stark zerstört. Nach Kriegsende interessierte sich die Reichsbahndirektion Wuppertal für Schloss Drachenburg als Schulungsgebäude. Sie konnte das Gelände vom Land Nordrhein-Westfalen anmieten und sanierte die beschädigten Schlossbauten. 1948 wurde die Schule eröffnet. In mehrwöchigen Kursen wurden angehende Eisenbahnassistenten mit Theorieunterricht geschult. Technisches Wissen vermittelte man den Eisenbahnern an einem Lehrstellwerk in der Kunsthalle. 1959 aber zog das Bahnschulungszentrum wieder aus. Für Schloss Drachenburg begann daraufhin eine mehrere Jahre andauernde Zeit des Leerstands. Die zuständigen Landesbehörden hatten Anfang der 1960er Jahre dem Schlossgebäude keinen großen denkmalpflegerischen Wert beigemessen. Abrisspläne wurden konkret. An der Stelle des Schlosses sollte der Neubau einer Landesfinanzschule entstehen. Als diese Pläne öffentlich wurden, stießen sie aber in der Region auf breite Ablehnung. Im Mai 1963 gründete sich eine Interessensgemeinschaft zur Erhaltung der Drachenburg, in der sich Kommunen und Vereine der Region engagierten. Dem Zusammenschluss gelang es durch Pressearbeit und politische Fürsprecher, Schloss Drachenburg vor dem Abriss zu bewahren. Das Schlossgebäude verfiel allerdings. Eindringlinge verheizten Holzverkleidungen oder Fußböden. Wandgemälde wurden komplett geraubt oder Bildteile herausgeschnitten. Die Außenanlagen verwilderten. Anfang der 1970er Jahre meldete sich dann ein privater Interessent, Paul Spienert. Dieser war 1904 als Sohn eines Postbeamten in Bad Godesberg geboren worden. Er hatte den Beruf des Bankkaufmanns bei der Sparkasse Bad Godesberg erlernt und war dort später als Vizepräsident tätig. Nachdem er von einem Kriegseinsatz im Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt war, meldete er 1949 ein Gewerbe zur Herstellung von Kleidung an, Spitanbekleidung. Seine Tochter aus einer 1950 geschiedenen Ehe war der kreative Part. Paul Spienert übernahm den Einkauf und den Vertrieb. 1971 kaufte Paul Spienert Schloss Drachenburg. Er widmete sich der Renovierung und Ausstattung der verwahrlosten Anlage. Am Außenbau rekonstruierte er diverse Bauteile und schmückte den Park mit allerlei Zierrat. Im Schlossinneren ließ Spienert die Fehlstellen an den Leinwandgemälden rekonstruieren und beschädigte Holzverkleidungen mit Kunstharzelementen in Holzoptik ergänzen. Die Räume stattete Spienert nach seinem eigenen Geschmack mit Möbeln und Kunstgegenständen unterschiedlichster Stile aus. Einbauten wie die Empore mit Orgelattrappe im Musiksaal
oder die funktionslose Treppe in der Kunsthalle bescherten dem Gebäude veränderte Raumeindrücke. 1973 öffnete Spinat das Schloss wieder zur Besichtigung. Er veranstaltete zahlreiche Konzerte und Empfänge mit Prominenten im Schloss. 1985, 3 Jahre nach dem Tod seiner zweiten, sehr geliebten Frau Carla, heiratete Spinat erneut. Dritte Ehefrau wurde die schillernde Society Lady Irina von Sachsen. Von diesem Zeitpunkt an trat Spinat gerne als Graf von Sachsen auf. Im Februar 1989 verstarb Paul Spinat und ließ sich auf dem Königswinterer Friedhof neben Stefan von Sarter bestatten. Spinat hatte versucht, das Schloss an einen Unternehmer zu verkaufen. Kurz vor Ablauf der Fristen entschied sich das Land Nordrhein-Westfalen aber, von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen und Schloss Drachenburg anzukaufen. Nach dem Verkauf an das Land Nordrhein-Westfalen erfolgte eine Übergabe an die NRW-Stiftung, um eine umfassende Sanierung der Anlage in die Wege zu leiten. Die Schlossanlage war bereits 1986 unter Denkmalschutz gestellt worden. Nach umfangreichen Planungsvorbereitungen begann ab Mitte der 1990er Jahre die Restaurierung, die Anfang 2010 im Schlossgebäude und 2011 mit dem Park beendet wurde. Im Prozess der Restaurierung wurde entschieden, das Gebäude weitgehend in die Zeit Stefan von Sarters zurückzuversetzen. Mit der Rekonstruktion von historischen Bauteilen am Außenbau und der gründerzeitlichen Ausstattung des ausgehenden 19. Jahrhunderts im Innern. Meine Damen und Herren, ich darf Sie nun einladen, nach dieser Einführung in die wechselhafte Geschichte das Gebäude und den Park von Schloss Drachenburg näher kennenzulernen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt und viele einzigartige Eindrücke.